pixeliges Backpapier. Denn das schmeckt richtig lecker. Und das war eigentlich größtenteils aus meinem Leben. Und herzlich willkommen zurück bei Amnesia. Wir haben letztes Mal komplett die Fackel verloren. Also nicht die Fackel, unsere Laterne, denn wir haben kein Öl mehr. Im Falle eines fehlenden Stabes. Wenn kein vollständiger Satz von Stäben verfügbar ist, kann ein Stab aus dem inneren Studienzimmer geholt werden. Er könnte von Nutzen sein, falls der Aufzug wieder kaputt geht. Verwende die reparierten Stäbe nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Nutze immer zuerst die Ersatzstäbe aus dem Lager. 4 Phasen Ammonitstab und aufgenommen Tintrinid-Dammstab. Dafür was? Den tue ich ja immer noch nicht. Das Viech steht hier bestimmt jetzt. Ja, war klar. Wie rennt man? Ah, so rennt man. Das sind zum Beispiel irgendwie wieder so offensichtliche Sachen. Das war so vorhergesehen, dass das Viech jetzt da steht. Also hat er jetzt nicht wirklich gewundert. Also müssen wir jetzt zum... Au. Ich kann aber nicht schneller rennen. Vor allem nicht, wenn ich nicht sehe. Hä, lol. Wo muss ich hin? Beweg dich vorsichtig. Ja toll, wo muss ich hin? Lol. Ist hier nicht irgendwo ein bisschen Öl? Irgendwo. Ich brauche nur ein ganz bisschen. Ich habe echt nicht gesehen, wo ich hin muss. Toll. Und so müssen wir jetzt vor dem Viech wegrennen, oder wie? Oder wo ist es jetzt hin? Ach, da hinten. Dann rennen wir mal kurz vorbei. Aber wirklich, ich sehe es nicht. Ich kann da nichts erkennen. Also, wir kamen auf jeden Fall von hier. Au! Warum sind wir mit einem Schlag tot? Ach du Heilige. Was sollen wir machen? Eine Kiste mitnehmen? Oh. Ja, wir wissen, dass das Viech da kommt. Was hältst du davon, ne? Damit hättest du nicht gerechnet. Dann springe ich schnell hier rauf. Dann sind wir jetzt mal wieder hier. Altbekannte Szenarien. Und da oben kommt Licht durch. Und weiter und weiter und weiter. Also hier haben wir doch das weggesprengt, oder? Ach nee, hier geht's lang. Das konnte ich ja nicht wissen. Ich glaube, das war's auch. Oh, da ist noch eins, was? Hä? Kann ich nicht bewegen. Was ist denn das? Hä? Hey. Dunkelheit kann als Versteck dienen. Da, ich kann mich nicht mal bewegen. Danke, Spiel. Ist jetzt die Tür auf oder was? Oh Mann, was soll denn der Mist? Jetzt darf ich wieder zurückrennen. Toll. Gibt's jetzt zwei von denen oder nur eins? Und das ist immer noch das gleiche. Oh Mann! Das tut weh! Nee, das tut weh, dankeschön. Toll, was soll ich denn hier machen? Außer mich hinknien und töten lassen. Und ich sehe gar nichts mehr. Also so gut wie gar nichts mehr. Aber sonst ist alles okay. Rennen! Renn schneller! Also ich glaube, ich bin den Viechern kommen. Ich sehe trotzdem nichts mehr. Aber sonst geht's mir gut. Das war ja schon mal ein schöner Anfang. Aber das ist jetzt echt eine gute Frage. Ich brech da erstmal zusammen, ohne irgendwas machen zu können. Hintere Halle. Ein merkwürdiger Brief erschrak ihn, aber es war auch der einzige, der ihn etwas ermutigte.
Habe ich letztes Mal schon gelesen. Und was soll man jetzt machen, wenn er so tot ist? Don't forget your bag, Daniel. I won't, Herbert. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shame will hurt much less than dying, I assure you. Da hat er allerdings recht. Warte, nee, ich jetzt mal hier. Das ist doch... Oder? Ja, okay, geht etwas besser. Ich meine, unser Verstand ist am Arsch und wir sind fast tot. Toll. Aber ich meine, jetzt sollen wir doch ins Studienzimmer, oder? Gästezimmer. Im Studienzimmer sollen wir jetzt ein... Studierzimmer halt. Im Studienzimmer sollen wir jetzt hier einen neuen Stab holen. Aber ich meine... Dafür müssen wir auch erstmal die Tür hier aufkriegen. Es ist abgeschlossen. Siehst du? Das kenne ich nicht so richtig. Oh Mann, ich öffne mal das Falsche, weil mit Tabulator öffnet man das Inventar. Und mit Shift rennt man. Aber schön zu wissen, dass das Monster schneller als wir es ist. Als wir ist. Also als der Charakter hier, Daniel. Das ist nicht schön. Kannst du dich jetzt bitte abregen? Vielleicht ein bisschen. Ich bleib hier mal kurz stehen. Ich meine, ich habe ja Zeit. Die Decke bewegt sich jetzt nicht wirklich, oder? Also der Typ hat leichte Kopfschmerzen. Kann vielleicht daran erkennen, dass das ganze Zimmer sich bewegt. Aber naja. Wenn man es toll findet. Aber er müsste sich doch hier eigentlich erholen. Ich meine, hier ist doch genug Licht. Was willst du mehr? Aber es geht wahrscheinlich nicht besser. Eine Schnittwunde und blaue Flecken. Heilt es von alleine? Denn ich weiß es nicht. Und hier dann was holen. Ja, suchte nach Radierung, okay. Hatten wir auch schon. Und das Monster kommt jetzt wahrscheinlich hier auch nochmal. Würde mich doch jedenfalls wundern, wenn nicht. Und es kotzt mich an, ich habe die ganze Zeit kein bisschen Öl. Okay. Ich weiß nicht so genau, was man sagen soll. Gibt's hier irgendwas? Aber hier war ich ja überall schon. Anscheinend viel zu früh. Viel, viel zu früh. Dann hier. Was mit den Hunden? Hier war ich auch schon drin. Ich war hier überall schon. Hallo. Gruseliges Gemälde. Das sah aber letztes Mal noch nicht so hässlich aus. Ist da irgendwas drin oder so? Ach so, Klaus übrigens. Man kann es auch irgendwie drehen. Mit irgendeinem Knopf, wenn man sowas nimmt. Ich kann auch irgendeinen Knopf nehmen. Ich teste mal kurz durch. Nein, der nicht. Ey, Klaus. Du kommst jetzt hierher. Das auch nicht. Aber zu interessant zu wissen, was die ganzen Sachen bringen. Also, Shortcuts. G. G, was bringt ein G? Nichts. V, C, Q vielleicht. Nee, damit lehnt man sich hin. Flashlight haben wir nicht mehr. T. Aber wir können auch einfach in die Option gucken. Spiel. Ja, toll. Spiel. Input. Tastenkonfiguration. Wo ist denn das hier? Bewegung. Aktion, werfen. Drehen ist auf R. Gut. Für Rotierenden wahrscheinlich. So, hier. Das ist Klaus. Sieht ein bisschen realistischer aus als in Spelunky. Hallo, ich bin Klaus.
Ich werde gebraten. Nach dem Hasen gibt es einen leckeren Klaus. Die Frage ist jetzt bloß, wo ist hier dieser komische Stab, den wir holen sollen. Ja, wir waren hier ja schon mal und da gab es keinen Stab. Hep, hep. Aber ruhig ist es hier wenigstens. Zwar nicht mehr lange, weil sobald hier irgendwas passiert, kommt sogar wieso wieder Mr. Monster angerannt und das ist eklig. Ja, sehr interessant. Nicht mehr einfach einen Hammer mitfinden. Das Monster kommt, kriegst einen Hammer in die Fresse. Aber wie gesagt, hier hinten geht's ja nicht mehr weiter. Hier ist ja nur noch nichts, genau, nichts. Oder? Hier ist nichts. Hier ist nur noch ein zusammengestürzter Gang. Perfekt. Aber anscheinend muss hier irgendwo was sein. Hallo? Ist hier irgendwas? War da gerade Wind geweht? Ich bin gerade so ein bisschen in der Hoffnung, dass man da aus Fenster springen kann. Also nicht um sich zu töten, sondern um irgendwas zu finden. Sieht nicht gerade so aus, als wäre hier irgendwas. Also noch irgendwas Wichtiges. Außer, dass hier die ganze Zeit irgendein Hund rumbellt. Das ist aber übrigens im Spiel. Das ist nicht bei mir hier. Das ist im Spiel. Nein, da auch nicht. Da auch nicht. Unterm Tisch auch nicht. Kann ich eigentlich unterm Tisch verstecken? Nö, wo hat man denn den Tisch? Ist ja richtig unnötig. Das Bild kann man auch nicht abnehmen. Schade. Hier ist weiterhin auch nichts. Okay, und was soll man dann hier? Toll. Oder es war doch bei Notizen. Wenn keine vollständige Ersatzstäbe verfügbar ist, kann ein Stab aus dem inneren Studierzimmer geholt werden. Er könnte von Nutzen sein, falls der Aufzug ja kaputt ist. Ja, aber wir sind doch noch nicht. Ja. Wir sind doch auch noch nicht mal im Maschinenraum. Selbst wenn, müssten wir erstmal in den Maschinenraum rein. Hey. Vielleicht hier. Ich meine, hier ist ja alles Mögliche. Ja. Warum sind jetzt überall Fliegen? Gibt es dafür irgendeine Erklärung? Die Notizen hier draus hatten wir ja auch alle schon. Was sollen wir hier weiterhin? Ist ja wieder toll. Erstmal nicht weiterkommen. Das finde ich ja mal am besten in so einem Spiel. Ich würde eher sagen, dass denn da drüben was sein muss. Weil da ist ja auch letztendlich das ganze Gerümpel. Das ist auf jeden Fall noch eine Zünderbüchse. Den zünde ich mal damit den Kerzendings hier an. Damit uns der liebe Daniel nicht durchdreht. Hallo, ist hier hinten irgendwas? Ich habe leider keine Taschenlampe, um nachzugucken, aber sonst geht's mir gut. Frage, ist hier wirklich was? Ist schwer zu beantworten. Da ich über die Taschenlampe nicht wirklich sehr viel sehe. Aber ich kann die ja nicht einsetzen, weil ich die ganze Zeit kein Öl mehr habe. Juhu. Also wir müssen hier rein, so viel weiß ich. Was wir hier wollen, weiß ich nicht. Also eigentlich ja schon. Wir wollen noch so einen Stab, aber naja. So gesehen sind wir ja auch nicht mal im Maschinenraum, also was soll denn das hier? Hintere Halle. William Smith war markiert worden. Ja, wir wissen. Was soll denn das ganze Rambazamba hier? Also natürlich gibt es das bei mir immer, dass ich erstmal keinen Plan habe. Das gibt es natürlich immer.
muss einfach in Let's Play mit rein. Ich, wie ich keinen Plan habe. Ist hier noch irgendwas? Fahrstuhl los, er funktioniert nicht. Okay, anscheinend nicht. Vielleicht irgendwo ein Schlüssel. Wir bräuchten ja mindestens mal einen Schlüssel zum Maschinenraum, damit wir überhaupt was machen können. Wie es aussieht, nicht. Also das get ich nicht so richtig. Vielleicht gehen wir nochmal in Daniels Zimmer. Vielleicht findet man ja da irgendwas Nützliches. Aber sagen wir es so. Eine starke chirurgische Nadel. Da war ja noch die verschlossene Tür. Aber wie gesagt, die war verschlossen. Okay, hier fällt erstmal alles um. War hier hinten noch irgendwas Wichtiges? Mittlerweile sind die Zünderbüchsen auch fast alle leer. Hier, nee, nur ein Hemd. Hatte schon Hoffnung geschöpft. Aber nee, hier ist ebenfalls nichts. Boah, nee, warum immer ich? Hoffentlich bin ich nicht der Einzige, der hier nicht checkt, was losgeht. Und ich habe echt keine Ahnung, was ich hier noch machen soll. Hier war noch der Raum, aber hier kann man auch nicht viel mehr machen. Oh, noch eine Zunderbüchse. Das Bild sieht fast so aus, als könnte man es abnehmen. Geht aber nicht. Da sind ein paar so eine Dinger. Das ist noch ein Hemd. Also mit Hemden haben sie es hier ja. Hier ist noch ein Bett. Oh, man kann pennen gehen. Daniel. What? Still having nightmares, I see. Yes. I can't shake them. They come every night. We'll put a stop to them. You'll see. Okay, also der liebe Daniel hat auch Albträume gehabt. Hätte ich allerdings auch welche leben müsste. Keine Ahnung. Du hast hier doch gewohnt. Also frag mich doch was nicht. Wie gesagt, hier ist auch nichts mehr. Okay, wieder Verwirrung. Tut mir auch echt leid, Leute, aber naja, was soll ich machen? Vielleicht das? Ich bin in der Hoffnung, dass man hier irgendein Bild oder so abnehmen kann. Momentan bringt es ja alles nicht sehr viel. Vielleicht dich? Nee. Der Hase steht wieder auf dem Kamin. Das ist magisch, der bewegt sich von alleine. Hallo, ist hier irgendwas? Also Leute, ich hoffe ihr versteht's, denn ich versteht's nicht. Ich verstehe das echt nicht. So, Schienenschrank. Ach so, ja. Das kennen wir ja alle schon. Der liebe breite Torso. Soll ich jetzt nochmal da zurückgehen oder wie? Denn eigentlich bleibt mir keine andere Wahl. Wupp, Lagerraum. Ja. Da ist diese eine verschlossene Tür, aber ich wüsste auch nicht, wie man da jetzt reinkommt. Autsch. So, ist hier noch irgendwas? Aber hier war ja allerdings nur ein Teil für den Bohrer. Mehr war da ja auch nicht. Das Monster schwirrt hier wahrscheinlich noch irgendwo rum. Es lässt sich nicht bewegen. Okay. Ich weiß aber nicht, was ich hier großartig machen soll. Das Monster ist hier bestimmt noch irgendwo. Einfach mal gucken. Hallo Monster. Hier ist Pixel, dein bester Freund. Den isst du immer so gerne. Nee, anscheinend doch nicht. Und hier sieht man rein gar nichts.
Nice. Echt hier irgendwas? Mensch, hier irgendwo muss doch was sein. Irgendwo. Irgendwer. Irgendwie. Nein, hier überall ist nichts. Merkwürdig. Aber was wollen die dann von mir? Das ist wieder mein Durchblick. Mein Durchblick ist immer der beste. Ich weiß, was hier in den Maschinenraum soll, aber... Ich habe weder einen Schlüssel zum Maschinenraum. Da ist noch eine Zünderbüchse. Die ich nicht aufheben kann. Doch so kann ich die aufheben. Aber sonst sehe ich hier auch nicht viel mehr. Ich hätte ja gerne noch ein bisschen Öl. Man kann ja nicht alles haben. Was ist da? Einfach ein bisschen Nebel oder wie? So ein bisschen Nebel hier zwischendurch reingeworfen. Okay. Mir fehlt jetzt noch ein Schlüssel. Und ein Stab. Ja, Maschinenteile. Toll, das hilft mir alles nichts. Mache ich den Part hier doch mal ein bisschen länger. Meine macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt aufhöre. Und exakt nichts erreicht habe. Das könnt ihr mir auch nicht erzählen. Hier ist doch überall nichts. Oder bestimmt irgendwo im Dunkeln und ich konnte es nicht sehen, weil ich die ganze Zeit schon nichts mehr sehe. Höp. Hier, nee, das ist nur irgendwas Ekliges. Hier drin vielleicht. Hier sind auf jeden Fall Schweine. War ich hier schon jemals drin? Wenn nein, dürfte mich schlagen. Nee, ich glaube, ich war hier noch gar nicht drin. Aber die Frage ist, ist hier auch irgendwas? Denn bisher sieht es nicht so aus. Noch eine Zünderbüchse. Was ist das für ein Geräusch? Okay, wow. Das Öl. Gib mir das Öl. Danke. Aufgenommen, Öl. Gut, jetzt haben wir einmal mehr Öl. Die Frage ist bloß, hilft uns das in irgendeiner Art und Weise? Leuchte ich mal kurz hier rein. Hier ist nichts. Dann gehe ich nochmal in den Maschinenraum und guck da. Ob ich damit irgendwie mit meiner Laterne ein bisschen mehr kenne oder hier rein. Ja, ohne es zu verschwenden möglichst. Hier ist irgendwas. Ich will nämlich nicht wieder, dass meine Laterne ausgeht. Irgendwas? Nee. Und euch. Oh, ja, lauf gegen die Wand. Ich will nicht, dass mein Öl wieder aus ist. Hier ist auch nichts. Also irgendwie verwirrt mich das Spiel gerade so ein bisschen. Hab ich irgendwas falsch gemacht? Irgendwas. Und ich check's bloß nicht. Nein, hier sieht auch nicht noch mehr aus. Ich sag, wir haben hier alles. Schätze ich jetzt einfach mal, weil... Was sollen wir hier noch machen? Gut, Leute, gehe ich einfach mal jetzt zurück. Vielleicht hier irgendwas? Nee. Und guck noch mal kurz in dem komischen... anderen Raum da. Nein, hier ist ebenfalls nichts. Oh Mann, ich... Ich will immer rennen und dieses Menü gleichzeitig öffnen. Ich darf bloß mein Öl wieder nicht verschwenden. Aber diese Tür auch noch. Haben wir da auch schon alles ausprobiert? Nein. Nein.
Nein. Nein. Da kommen wir einfach nicht rein. Gibt's denn das? Also irgendwas muss ich hier übersehen. Irgendwas Großes. Hier vielleicht noch irgendwas. Du weißt, hier gibt es auch keine Fackeln, die man anzünden kann, um sich das genauer anzugucken. Nee, auch nicht. Das sehe ich gar nichts mehr. Ah, da. Hm. Oh, das Öl geht so schnell alle, wenn man es braucht. Wenn man es nicht dringend braucht, dann hält es eine Ewigkeit. Aber wenn man es braucht... Ja, ich weiß, aber... Keine Ahnung, was ich hier noch machen soll, Leute. Ich habe doch alles mitgenommen. Bin ich denn komplett behindert? Bin ich denn komplett dumm? Geh jetzt nochmal mit dem Öl in diesen Lagerraum. Such da einfach nochmal alles ab. Denn es sieht so aus, als stecken wir fest. Also hier vielleicht irgendwas. Nee. Auch nicht. Nee, nicht. Och, jetzt geht mir aber lange auf die Nerven. Das war eine schöne Methode, um Auto-Walk zu machen. Aber naja. Ja, wir wissen. Was ist denn mit dem dummen Hundezimmer da? Da ist doch nichts. Hallo, ja, liebe Hunde. Ich wollte nur noch mal wissen, was hier abgeht, denn hier ist doch nichts. Aber so rein gar nichts. Hm. Habe ich da auch nirgendwo was versteckt? Im Inventar habe ich jetzt aber auch nichts. Überfragt. Ich meine, ob ich jetzt hier nochmal zum dritten Mal reingehe oder nicht. Macht das auch keinen Unterschied mehr. Hm. Das Gebäude kann man nicht abnehmen. Warum sneak ich jetzt? Also Leute, kein Plan. Ich weiß nicht, ob ich jetzt weiter aufnehmen soll oder... mal so Lucky Lucky machen. Ich meine, wir sollen hier doch hin, oder? Notizen. Er könnte ein Studierzimmer geholt werden. Hier ist aber nicht. Danke für Ihr Verständnis, hier ist nichts. Hey. Jetzt echt, muss ich das verstehen? Kann sein, dass der Käfer auf mir gesessen hat. Kann das sein? Und das ist ein ziemlich süßes Bild. Wir können ja mal versuchen, den Maschinenraum irgendwie zu öffnen. Vielleicht geht es ja mit der Nadel oder mit dem ultimativen Bohrer. Dann wäre ich wahrscheinlich dumm. Was ich natürlich bin, aber naja. Nein. 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 Ist abgeschlossen. Was soll ich denn tun? Geht echt mal, ich hab doch alles. Ich hab alles abgesucht, was absuchbar ist. Mehr geht nicht, Tori. Mal wieder habe ich keinen Plan. Mal wieder habe ich keinen Plan. Okay, aber die Folge geht jetzt auch schon wieder viel zu lang. Ich würde sagen, ist vielleicht hier irgendwas. Aber die kann ich anfassen. Oder was kann ich hier anfassen?
da irgendwas. Weil ich kann im Wasser planschen. Das ist natürlich schön. Die Statue kann ich auch nicht anfassen. Hier irgendwas. Oh, cool. Da haben wir noch mal ein bisschen Öl gefunden. Ist doch was. Und hier. Nee, sieht nicht so aus. Also gut, Leute. Ich würde sagen, das war's für diesen total planlosen Part. Ich suche jetzt privat mal ein bisschen und nehme dann halt auf, wenn ich was gefunden habe. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.